Willkommen zurück zu Mario Nietzsche 2 zusammen durch die Zeit. Im letzten Part haben wir den glücklichsten Boss des ganzen Spiels anscheinend erlebt. Ich hoffe, das war gut, aber der Boss war schrecklich. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, diesen glücklichen Boss muss ich nämlich nochmal machen, weil ich wollte lauter Freude im letzten Part vergessen haben zu speichern. Naja, habe ich jetzt auch wieder überstanden. Aber zum Glück haben wir das Gebiet jetzt abgeschlossen und gehen jetzt erstmal zu Professor Kitonise, um den nächsten Vorbeistand wieder aufzuspielen, auch hier am Blatt vergessen. Und zu hoffen, dass ich Ich will es einfach vergessen, okay Leute? Ich will einfach dieses Erlebnis bei diesen Yoshi-Bergen vergessen. Bei Yoshi's Island oder whatever. Ich will nichts davon wissen. Jetzt gehen wir einfach wieder zu Professor Kit. Der will uns fast die, wo nicht so glitschig und hat mich viele Bilder noch gesehen. Wo nicht so glitschig ist. Bitte. Na, bevor wir das tun. Nein, ich gehe doch erst zu Professor Igitt. Ich glaube, die nächste Shop wird erst danach aktualisiert. Professor Igitt, wir haben die gottverdammten Splitter. Sie ahnen endlich wieder bei uns. Euch sind also einige Globalsternsplitter in die Hände gefallen? Insgesamt zwei! Wir haben auch eine Zeichnung, die von der einen Tod namens Torpet angefertigt wurde, bevor sein Gedächtnis gelöscht infiziert wurde. Okay. Das sieht wie eine Skizze aus, auf der die Prinzessin Shroop und Prinzessin Peach zusammen kämpfen. Oder, nein, nicht zusammen, gegeneinander. Ach, was habe ich mir dabei gedacht? Naja, war wunsch. Ja, Prinzessin Peach wehrt sich gegen die Plage mit den Kobalschwellen, aber wir wissen, hat Prinzessin Peach diesen Kampf verloren und der Stern wurde zerschlagen. Wie konnte das geschehen? Keine Ahnung. Hat der Kobalt-Stern alleine nicht ausgereicht, dich zu beschützen? Oder hat sich etwas Wunderbares, etwas ganz und gar Grauenvolles ereignet? Das nächste Mal bei Mystery Buster. Egal, wie auch immer. Das zählt jetzt nicht. Finde diesen Zeitstuhl und sammle die Kobalt-Stern-Splitter. Alles klar. Kannst du uns nur sagen, wo nichts ist? Oh, da fällt mir ein, dass ich im zweiten Stock des Pilzpalastes einen Zeitspiegel aufgetan hat. Echt? Meiner Messer geht nun zur Zeit. Oh Gott, was ist denn heute los? Egal, nochmal. Meine Messergebnisse zeigen an, dass dieser Stuhl vielleicht zum Pilzpalast der Vergangenheit führt. Echt? Geil! Leider befindet sich der Kobaltschirm unter der Kontrolle des Schroofs. Ja toll. Er kommt wohl nicht hinein. Es scheint, als müsste die Euphorie auf den Sammel der Kobalt-Stern-Splitter beschränken. Oh, verdammt! Naja, wir sind einfach nur nicht stark. Kannst du sagen, wo der nächste Zeitstuhl ist? Geht und holt euch jetzt den Rest im Kobalt-Stern-Splitter. Das steht hier nicht rum und haltet die Maul. Ach, mal auf. Ihr könnt sehen, wie viele Splitter ihr gefunden habt, indem ihr. Ja, ich weiß schon. Egal, danke schön, dass du uns nicht trotzdem und so haben wieder eine Aktion für uns. Mal schauen, was sie diesmal lernen, aber erst gehe ich shoppen. Ich hab Bilder schon verdient. Das sind neue Items? Ja! Oh mein Gott, der Taschenbau! Und das Trampolin! Oh, Goddammit! Ich eigentlich liebe dieses Ding! Gewehr! Und der Taschenbau. Ach, der Taschenbau ist auch so. So, Taschenbaus. Brauchen wir nicht. Kanonen brauchen wir, oder? Obwohl. Wir haben ja noch relativ viel. Obwohl, es geht Eiswürmen. Und von den Feuerblumen. Könnte man sammeln genug. So blanke Items. Ja, der Pfeffer, den brauchen wir zur Zeit nicht. Ich will Pizza. Ja, komm. Holen wir ein paar. 12 Stück. Ja. Und Pilze, glaube ich, viele. Oh, da haben wir relativ wenige. 8. Wunderpilze. Nummer 2. Ne, das geben wir jetzt noch für Ausrüstung aus. So, was hast denn du so ein Angebot? Ausrüstung kaufen, natürlich. Kleidung, was hast du? Ja, das toll, die Eierhose hatte ich schon letztes Mal. Also, da hast du nichts Neues. Aber Orden hast du. Oder? Ja, ich kann es mir noch nicht leisten. Alter, ein Super und Angriffssuper in Einsatz von Angriffsreichheit. Müssen wir aber für jede Runde KP auf. Ja. Tut mich jetzt keiner so richtig rein. Nein. Irgendwie hat keiner so das gewisse Etwas.
Naja, jetzt gehen wir erstmal zu Totswar und schauen mal, was der so für uns hat. Mal schauen, ob es wieder so ein cooler Move ist wie die Spin-Attacke und was war es nochmal? Oder nee, ist auch gar nicht gut. Der Wirbelsprung, ne? Ja, das heißt nur der Wirbelsprung. Mal schauen, was er uns dieses Mal zeigt. Oder was sie uns zeigen. Was macht ihr da? Ach, oh Gott, das sieht gar nicht. Oh, das sieht relativ schnell aus. Steh stramm, älteres Ich. Wir müssen origineller sein, wenn wir danach trachten, der Prinzessin zu gefallen. Na gut, los geht's. Mein Rücken! Oh Gott, der Schmerz. Ach Gott, das werden wir stehen. Ich mach mehr am meisten in seinem Alter. Wie sieht's aus, Prinzessin? Gut, ja, ich bin besser. Ich wollte so sagen, dass das Seltsamste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Dann, was machst du? Autsch! Boah, in your face. Mein Lieblingsmove im ganzen Spiel kommt jetzt. Nice! Ach Gott, Schatz, was geil. Was habt ihr da angerichtet, Kinder? Das wäre meine Idee, Mario, oder? Oh no! Luigi gleich. Nein! Spinnst du? Was seid ihr da? In der Knabe? Ihr möchtet unseren Move erlernen? Schon wieder? Nun, es wäre mir eine Freude, euch dies zu lernen. Aber mein älterer Sicht scheint so die ganze Welt zu haben. Keine Panik, mir geht es gut. Sehr gut, sehr alter Knabe. Du siehst aus, als hättest du eine Falte in der Unterhose. Nein! Sie wurden der Prinzessin beide. Ich bin zwei bis ein Opfer. Kommt, junger Mann, junge Meister! Alter. Kotzwurf. Respekt. Wir nennen dies den Bruderball. Warum folgt ihr? Nun, weil ihr Bruder seid. Okay, das ist eine sehr gute Erklärung. Und ihr rollt euch zusammen und bald zusammen und ziemlich hoch los, ne? Eigentlich ganz einfach. Also, meistens mal beginnt diesen Move, wenn ich als Bruder darf. Eigentlich ist es so wie vorhin, so wie letztes Mal. Ihr drückt einfach R, danach drückt ihr A und danach rollt ihr einfach los. So schwer sollte das nicht sein, oder? Alles machst du danach. Alles nach. Aber diesen Move mag ich, weil damit bist du deutlich schneller unterwegs. Ja, jetzt muss ich wieder überspringen. Nein! 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 Jetzt hat. Aktionschaos. Und ihr könnt uns damit auch durch diese Löcher gehen. Yep. Also dieser Ball ist einfach auch multifunktionsfähig jetzt hat. Hat mir das Wort einfach nie eingetragen. Ach egal. Absolut hervorragend. Und gehe davon aus, dass ihr diese Technik von neuen Wörtern einsetzen könnt. Ja, das werden wir tun. So, was habt ihr noch so zu sagen? Ich meine, mit dieser Technik sind die Treppen zur Aussichtsplattform nur noch ein Kinderspiel. Ich höre, dass sich auf der Aussichtsplattform eine neue Zeitschrift eröffnet hat. Mein Rat an euch, Leute, diesen sofort in einen Augenschein zu nehmen. Und noch etwas, dieser Wunderball-Typ, ich habe das Gefühl, dass ihr damit mehr könnt als nur herum wollen. Vielleicht könnt ihr damit auch Dinge in der Rotation verletzen. Oh, cool. Da stimme ich zu. Und ich glaube, im Erdgeschoss befindet sich auch etwas. Um diese Theorie am besten testen zu können. Erdgeschoss? Ich meine, ihr könnt eure Rollfähigkeit dort unten beweisen. Oh, okay. Ja, das machen wir mal. Bevor wir jetzt weitergehen. Was war das nochmal? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, da! Hier sind wir echt nie lang gelaufen, oder? Ja, es ist irgendwas Schreckliches, speziell Englisch, was die euch hier auch verlegen. Ja, tut mir leid. Spin the wheel. Oh Gott, was passiert jetzt? Eine Röhre? Bleiben wir jetzt hin. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Oh mein Gott! Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon zeigen soll. Ach, scheiß drauf. Das zeige ich jetzt schon. Ja, wer ist denn das da? Diese komische Gestalt.
Was ist da oben? Aber dann schauen wir jetzt mit hoch. Ein Goomba. Ernsthaft? Hier drüben. Goomba. Abspeisen. Oh, Detekten, wir waren schon viel. Jetzt werde ich gleich mal kurz den Taschenbau. Die Attacke ist so was von OP, wenn man die kann, aber sie wird echt schwierig. Bam! Weil du musst immer mit Mario springen und dann auf X den Notfall und die wechseln auch. Es kann auch irgendwann mal sein. Dann ist beispielsweise. Ja. Ich bin zu schnell. Wenn du X drücken willst, also das B, was auf dem Captain hat, wenn du den falschen Knopf drückst, wird der Captain irgendwann oder immer schneller und er wird auch so schneller und das wird dann an der Seite mit dem Blättern. Ein Ultra-Pilz, Alter! Und noch ein Super-Pilz. Und noch ein Pilz. Okay, wir hatten halt hier alles vertreten. Oh, da oben ist noch ein Luigi-Block. Luigi? Max-Pilz! Junge! Übertreibt halt! Komm schon, gib mir noch was! Ach nö, nicht dies! Ich mag, dieser Block ist eigentlich super zum Geld farmen, aber irgendwann kann ich es nicht mehr. Ab 25 Struggles bei mir. Da krieg ich immer dann Probleme. Und das wäre jetzt echt peinlich, wenn ich es jetzt nicht schaffen würde. Ja, also, ey, das war knapp. Wow! Nein! 29, wow, das ist ja alles gut. Also, 29 ging ich vollkommen zufrieden. Komm her! Let's go. Ja, ich war kein Erstangriff als Rob. Stampfattacke. Ja, das reicht. Wow, Alter. Oh, sie ist schnell. Ich habe es gar nicht kommen gesehen. Warum ist das so schnell? Oder habe ich gerade nur. Denke ich nur langsam. Ich habe keine Ahnung. Die waren übel schnell. Jesus, Hilfe! Killer Goombas. Ja. Verfolgen wir mal diesen Charakter, den wir gerade da gesehen haben. Der ist nämlich relativ bekannt im Mario und Luigi Universum. Da ist er. Er ist in die Röhre rein. Verfolgen wir ihn mal. Ich weiß gerade nur nicht, wo ich dann lang soll. Wir können da nicht rein. Aber die Babys kommen da rein. Schaut mal nach, was das drin. Wer das ist. Sieht aus wie so ein Alter. Wow! Nein! Oh mein Gott! Geh! Ja. Und ein Ultra drauf. Nice! So, da ist doch was. Alter, wieso sind hier 100er müssen in der Kanalisation? Hat Peach gesagt. Ich brauche kein Geld mehr, das finde ich sogar Klopapier. Hat sie so gedacht oder was? Nö, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts. Da ist noch ein Block. Wollt ihr euch Mario und Luigi? Wollt ihr euch? Aber ohne den Goomba zu attackieren. Danke. Sonst noch? Nö. Okay, dann haben wir alles. Lex. Ist ja mal was? Nö. Und da? Nö. Okay, jetzt haben wir doch wirklich alles abgecheckt. Und wer ist das? Es sieht bekannt vor aus, und dieses Logo auf dem Boden. Das kennt man doch irgendwo her. Ich hab Langeweile. Gäste? Jetzt hab ich. Zorn! Wow. Ich sag euch, willkommen in der Kranzbildspone. Ja, das ist krank und auch Superstar Saga, nachdem Mario und Luigi damals im Grundboden gestopft haben. Ja, Bohnen wie wertvolle Milch einer berühmten Kuh aus Juwelen gehandelt wird. Alle, die mit den Bohnen kommen, gehen mit der Orde hinaus. Und so dermaßen selten, dass sogar deine Mutter davon schreien würde. Und das den Werten vor lauter Unglaublichkeit nicht geheim vertraut. Ja, Gewehrmann! Was? Die Geschichte von Kranken? Euer Papa hat für sie keine Bohnen. Ich will sie nicht. Ach komm schon. Ihr seid wie
Hirnlose Katzen dich zu dampfen, zu erkennen, dass sie dumm sind. Sag gerade der Richtige. Ihr seid nur so neugierig, aber meine Geschichte ist lang. So lang, dass wir ewigst alt werden und Kinder bekommen. Ja, wir haben eh schon Wartwert, also das macht nichts. Werdet ihr es, ihr zu lauschen? Okay. Dann hört mir zu. Ich bin hier ein Ordenhändler, nur manchmal von Zorn erfüllt. So, ich freue mich. Ja, doch früher war ich ständig zornig. Ich ließ meinen Zorn wie Salatdressig auf das Nachbarland fallen. Zorndressing auf einen Salat des Bösen. Und dann bekam böse Männer mit Männer. Rote und grüne böse Männer. Ich wurde bestraft. Ganz übel bestraft mit Hämmern und Sprüngen auf meinen Kopf. Die Beule habe ich heute immer noch. Und die Behütze um mein Schiff ist. Ich verspüre etwas Zornerei, wenn ich daran erinnere. Rot und grün. Ein paar springende Hämmer in Rot und Grün, die wie ihr aussehen. Ich habe Zorn! Diese Brüder des Bösen, mein Hirn schmilzt beim Anblick ihrer Hosen. Ich habe jetzt Zorn und Kopfschmerzen. Ich wollte Kopfschmerzen, der werde krank wegen ihr über euch alle regieren und lachen. Aber nein. So viel Zorn! Ich werde Schmutz werden! Haare wie der schmutzige Schweif eines Pferdes. Das ist der Scheune eines beugten Bauern zu leckt. Ich habe Ruhe. Alter, das sieht immer noch so aus. Ich warte wie ein Aufzug. Ich habe den Handel. Ich betreibe Kaffeezonen. Und aber bald kommt der Tag, an dem Kaffee sich mir sehr hilft. Und dann ist keine Süßigkeit keines Babys mehr in Sicherheit. Ich zähle Hühner schon, bevor sie Eier sind. Bevor die Hühner selbst Hühner sind. Ich werde Zorn haben! Ich spucke auf die Niederlage! Ich hab voller Zorn! Alter, was ist mit dem los? Ich tue euch weh! Aua! Kein Nippelzwicker! Also ich... Hatte ich Wahnsinn? Yep, definitiv. Hatte ich böse? Naja. Ich unterdrücke den Zorn, doch manchmal hat der Zorn nicht gekriegt. Rot und Grün treibt mir den Rausch des Zorns in die Augen. Dann setzt sie mein Verstand aus. Okay. Bitte, es geht mir gut, keine Sorge. Wir sprechen von Bohnen. Über Bohnen und Orten beginnen wir mit dem Handel. Was wollt ihr? Okay, nach der langen Einleitung in den Wörtern. Also ich zeigte, was er so erlebt hat. Nein, ich frage mich, wie alles überbohren, so soll es den Heiligen. Zeig uns mal, was du hast. Wir haben 45 Bohnen zur Zeit und den Ultima-Orden. Das heißt, beliebige viele Angriffe eigentlich ein. Schandring verringert sich dich. Boah, ist so blöd. Ja, Schatz, sie geht dann halt die Items, die sie eingesetzt haben. Boah! Richtig krass, aber jeden Schaden stark ausgehalten. Das ist so ein zweistelliges Schwert. Erhöht den Schaden, wenn Kampf durch Sprung auf Gegner eröffnet. Ja, erst ein Griffsbonus. Chancen. Ja, das will ich nicht. Wird Kampf mit Hammer eröffnet? Ja. Ich spare noch, weil den will ich. Den will ich noch haben. Und vielleicht auch den. Beides ist cool. Aber da müssen wir noch ein bisschen sammeln, also den Ultimatum. Da den will ich eben den noch haben. Deswegen gebe ich mal nichts aus. Ich habe Boden. Was für Orden? Er bringt geboren. Erboden! Jetzt ist die Zeit gekommen zu ihr. Zu der ihr warten wirst. Ich habe ein Vision! Der was? Die Aussicht klappt. Ein neuer Pfad ist da. Ein neuer Pfad des Untergangs. Alles klar. Danke, dass du uns auch nochmal gesagt hast, wo wir lang müssen. Ich war mir nämlich gerade unsicher, ob wir jetzt in den Strudel unten hin müssen oder auf die Aussichtsplattform. Ja, es wurde uns mehrfach gesagt, aber ich war mir trotzdem unsicher. Okay? Oh Mann, ich geh's ja gar nicht raus. Wie geht's hier raus? Mal schauen, hoffentlich da unten. Ja, da geht's raus.
Und jetzt. Am besten machen wir jetzt nichts weiter. Lasst die Babys einfach hier und gehen nach Hause. Naja, wir können sie ja dann gleich holen. Ich bin das so Ball. Ja! Das ist das Einzige, was mich am Ball ankotzt. Ich kann mit dem Ding springen. Also soll ich ewig rollen, weil das Ding ist super. Ich liebe den Ball. Okay, Babys kommt her, wir müssen zurück. So. Gut, das haben wir Krankfeld getroffen, haben noch ein bisschen Palast und uns rausgerissen für das nächste Abenteuer. Haben den nächsten Buch verlernt und ja, und wir sehen uns halt das nächste Mal bei Mami und die zusammen und die Zeit. Ciao!